Geht ab, Dreddys. Zweites Statement vom Maestro ist draußen. Wallah, hier geht die Post ab, Adreddys. Ich küsse eure Augen. Wir gehen rein, Della Rue TV, Twitch. Checkt gerne erste Link im Bio ab. Kommt in den Stream, wir gehen rein. Als kurzer Einschub, bevor dieses Video losgeht. Ich habe, während ich das gedreht habe und fertig hatte und um 18 Uhr hochladen wollte, gesehen, dass vor ein paar Minuten Alim ein neues Video hochgeladen hat, wo er sich entschuldigt. Also das steht im Titel. Und ich lade dieses Video aber trotzdem hoch, weil das, was er in dem vorigen Video gesagt hat, einige Sachen nicht so ganz gestimmt haben. Und das möchte ich nicht so schön. Vieles hat nicht gestimmt und hat auch keinen roten Faden gehabt und gar nichts. Mit dem Anschluss am Ende sag ich dann noch was zu dem neuesten Video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Brüder und Schwestern. Ihr habt es mitbekommen, ich habe gestern ein Video gemacht. Ich habe ein Video gemacht über die Vergangenheit mit Alim. Und ich habe mich auch nach gestern, nachdem ich auch die Resonanz gesehen habe und auch den Impact von dem Ganzen, dazu entschieden, dass ich diese Themen auch nicht aufmachen werde. Ich sag euch jetzt auch warum. Ich habe natürlich ein Interesse daran, dass am Ende des Tages Recht walten lassen wird und dass jeder zu seinem Recht kommt und dass niemand diffamiert wird, schlecht dargestellt wird. Und das ist ja passiert. Sachen wurden mir vorgeworfen, dass ich nicht da war und dass ich jemanden im Stich gelassen habe und viele weitere kleine Punkte und Sticheleien und Provokationen, sodass ich am Ende für mich einmal klar Schiff gezogen habe. Es gab aber vielleicht auch einige Punkte, die hätte ich für das Verständnis dieses Videos nicht zwangsläufig reinnehmen müssen. Und das ist eine Sünde, die gar nicht so klein ist, wenn man Sünden, die im Verborgenen liegen, wenn man die aufdeckt und quasi anderen präsentiert, ohne dass es unbedingt notwendig gewesen wäre. Und deswegen habe ich mich auch die ganze Nacht schlecht gefühlt. Ich habe mit sehr vielen Leuten telefoniert und geschrieben und auch das ist ja auch alles nachweislich, bevor es überhaupt zu einer Reaktion von Alim kam, und habe gesagt, ey Leute, auch wenn viele jetzt kommentieren und viel Liebe kommentieren, und danke auch dafür, wirklich, das bedeutet mir sehr viel und es hat mir auch ein Stück Frieden auch wieder gegeben zu sehen, dass ich nicht alleine bin und dass ihr da seid. Aber trotzdem fühlt sich das für mich nicht wie ein Sieg an. Das kann es nicht, weil gestern, auch besonders nachdem ich diesen Schritt gewagt habe, das öffentlich zu machen, ist ja auch ein Teil von mir gestorben. Weil ich das ja auch, also ich habe das ja lange Zeit geglaubt, auch diese Freundschaft und Brüderschaft, und ich habe mir das ja auch eingeredet, und selbst wo ich das gemerkt habe, dass es nicht so ist, habe ich es ja angefangen zu verarbeiten, aber dadurch, dass ich es nicht ausgesprochen habe, dass ich es nicht in die Öffentlichkeit getragen habe, habe ich immer noch so einen Funken in mir drin gehabt, und dieser wurde halt gestern ausgelöscht, und bevor das Video gekommen ist, und das ist wirklich die Wahrheit, lag ich hier hinter mir auf dem Sofa, 2 Stunden lang, mir war mies kalt, mir ging es richtig schlecht, weil ich habe mich echt... Also es hat mich auch körperlich runtergezogen, dieses Video zu droppen, weil es mir nicht gut gegangen ist. Und ich bin mir sicher, dass jeder, das der kann ich bestätigen. Hat, ich war ja mit Maestro einen Tag, bevor das Video Release, bevor das Video kam, war ich mit ihm unterwegs. Und Bruder, er hat mich, glaube ich, 40 Mal gefragt, ob er dieses Video droppen soll. 40 Mal. Der hat mir 40 Mal gesagt, Sammy, soll ich dieses Video droppen? Ich habe diese und diese Bedenken. Vielleicht war ich zu lieb in dem Video. Vielleicht... Weißt du so, er war sich nicht so sicher. Er war sich nicht so sicher. Bruder, was soll ich ihm gesagt haben? Ich kenne die Situation nicht zwischen den beiden. Ich wusste von einigen Sachen, ich wusste nicht von allem. Ich habe gesehen, dass es ihnen richtig also nahe gegangen ist. Weil er, ich will jetzt auch nicht so sagen, aber Bruder, man hat gesehen, es verletzt ihn todes. Und da liegt ein richtig großer Stein auf seinem Herzen. Und er hat so erzählt einen auf, Bruder. Keine Ahnung. Ja, Dreddys, ich küsse eure Herzen. Ich kann auch nicht in seinem... Ich bin ja nicht so eng mit Maestro, dass ich weiß, ey, wie sehr bedrückt ihn diese ganze Sache. Wie sehr hat ihn diese Sache psychisch fertig gemacht. Er hat mir Sachen erzählt. Er sagt, Bruder, ich habe jahrelang gearbeitet für jemanden. Ich habe ihm Geld gegeben für jemanden. Ich habe ihn zum Millionär gemacht für jemanden. Der mich jetzt im Endeffekt, der nicht mal nicht Danke sagt, sondern der mich im Endeffekt jetzt noch beleidigt. Ja? Der mich mehrmals als Haarsohn beleidigt. Der mich mehrmals so hart beleidigt. Ich glaube, er wollte vielleicht von mir einfach nur einen Rat haben, was, wie ich in der Situation gehandelt hätte. Weißt du so, ich küsse eure Herzen. Lass mal gucken, was er sagt. Und einen Bruder verliert. Oder dachte, einen Bruder gehabt zu haben, ein Bild erschaffen worden ist, was dann am Ende des Tages doch nicht so war. Wenn er diesen Menschen verliert, dass egal wie viel Schlimmes dir angetan worden ist, der Moment, es fühlt sich nicht danach an, dass du irgendwie jetzt, weil du Zuspruch bekommst, gewonnen hast, sondern es ist auch ein Verlust. Gestern habe ich auch verloren. Und deswegen habe ich mich sehr schlecht gefühlt und habe bis morgens, 4, 5 Uhr morgens rumtelefoniert mit den verschiedensten Leuten. Also ich glaube 5, 6, 7, 8, 9 Leute, mit denen ich guten Kontakt habe, die mich dann auch therapiert haben, die mir Unterstützung geboten haben. Ich habe zeitweise überlegt, ob ich das Video runternehme, weil ich natürlich auch ja, Mitleid hatte und mir gedacht habe, ich will das doch nicht. Ich habe ja wirklich geliebt und vielleicht tue ich sogar tatsächlich immer noch so, also das Bild, was geschaffen worden ist, was ja niemals wirklich existiert. Boah, da kann ich nur bestätigen. Deswegen ging es mir halt schlecht. Und ich habe mir auch gedacht, boah, jetzt ein oder andere hätte ich nicht sagen müssen, weil ich danke euch, dass ihr meinen Worten glaubt, und ich bin mir sicher, dass viele auch das geglaubt hätten, vielleicht, wenn ich das ein oder andere nicht gesagt hätte. Aber, wie es halt kommen muss,
kam heute ein Video von Alim und ich habe mir von meinem Herzen gewünscht. Ich habe gesagt gestern, zu vielen Leuten habe ich auch gesagt gestern, ich hoffe, dass das keine Schlammschlacht wird. Ich hoffe, dass das hier an dieser Stelle einfach endet. Dass das, was ich gesprochen habe, die Wahrheit am Ende, das einfach stehen gelassen wird. Man braucht sich auch gar nicht drauf, also man braucht kein Statement zu machen. Und wenn man eins macht, dann einfach ehrlich. Mhm. Zu sagen, ich hatte eine schwierige Phase und es tut mir von Herzen leid, was gewesen ist. Und aber das kam halt nicht. Und ich hatte Angst davor, dass etwas kommt in eine Richtung, wo ich dann quasi auspacken muss, weil ich der Lüge bezichtigt werde. Zum Glück ist das nicht passiert. Ja, nee, ich wurde nicht der Lüge bezichtigt dahingehend, dass ich jetzt irgendwelche Chats auspacken muss. Die wurden nämlich gar nicht kommentiert, was ich auch nachvollziehen kann, warum man halt dagegen nichts sagen kann. Genau. Und ich möchte auch niemanden in diese das ist der Punkt. Mois hat bewusst viele Sachen auch ausgelassen, weil sonst hätte Attila oder Maestro hätte sich gezwungen, gefühlt, die Sachen zu bestätigen. Und das wäre dann hässlich geworden, Jadis. Das wäre dann richtig hässlich geworden. Bringen. Und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Dennoch hat er ein Statement gemacht, wo er gar nicht einsichtig ist. Er hat eigentlich in diesem Statement alles bestätigt, was ich gesagt habe, dass seine Probleme immer schwerer wiegen als von allen anderen. Aber es gab ein, zwei Sachen, die mich schon wieder unfassbar enttäuscht haben. Und ich hatte euch gesagt, alles, was kommt, das wird zu einem Echo führen. Und wenn mein Hack auch nur ein bisschen genommen wird, dann stelle ich das gerade. Und das ist passiert in diesem Video gestern. Und ohne, dass ich jetzt irgendwelche Chats, die dritte Parteien beinhalten, leak oder Sachen, die damit nichts zu tun haben, das werde ich alles sein lassen, weil ne, sehe ich keine Notwendigkeit gerade dafür. Werde ich aber auf die Dinge eingehen, die er gesagt hat. Als allererstes, womit ich anfangen möchte, ist, er sagt, ja, er hatte keinen Wohnsitz und er hatte keine Papiere und er braucht jemanden, der die Firma mit ihm aufmacht. Das höre ich zum ersten Mal. Davor hieß es immer, wir haben sie brüderlich aufgemacht. Und er sagt, ich hatte seine Karte, konnte damit alles machen, was ich will und alles einrichten und so. Die gesamte Wohnung hat übrigens, by the way, 3.500 gekostet. Also die gesamte Einrichtung für die gesamte Wohnung. Und das war das, was ich bekommen habe. Und er sagt dann später, nachdem ich auch mit dieser Karte bezahlt habe und so, kamen diese 50% Talks und auch Inscope hat sich wohl dafür ausgesprochen, aber er habe wohl gesagt, das sagt er im Video, er habe wohl gesagt, er wollte das trennen, Maestro ist Maestro, Mois ist Mois. Das ist ein Zitat von ihm. Das stimmt ja halt nicht. Diese Karte, Bankkarte kannst du ja nicht geben, wenn es die Firma gar nicht gibt. Und diese Bankkarte kannst du erst machen, wenn du die Firma gründest, sie eintragen lässt und damit zur Bank gehst mit den Unterlagen. Ja, die Firma hat ja schon bestanden und ich war mit 50% drin. Und genau das ist der Punkt. Das habe ich ja vorher auch gesagt, also in der letzten Reaction habe ich das auch gesagt. Wenn du eine Firma gründest, musst du zu einem Notar gehen. Der Notar begläubigt alles. Der Notar verliest auch die Prozente, womit beide Parteien, also wie sie beteiligt sind. Du kannst nicht zu einer Firma gründen, bei einem Notar sitzen und sagen, ja, die Prozente teilen wir uns im Nachhinein auf. Das geht nicht, das funktioniert nicht, Bruder. Das muss alles im Vordergrund schon geklärt worden sein, wer zu wie viel Prozent an dieser Firma beteiligt ist. Darum, das stimmt nicht, was Mois dort erzählt hat. Er hat mich versucht zu überreden, diese Firma 50-50 immer zu führen. Das war ja mein Argument, was auch alle bestätigen können. So, deswegen macht das schon mal gar keinen Sinn in der Hinsicht. Aber ich kann das nachvollziehen, dass er natürlich gekränkt ist und enttäuscht ist, auch durch die Geschehnisse. Und wallah, ich habe es auch teilweise bereut, das Video gestern, dahingehend nicht, weil es nicht notwendig gewesen ist, sondern weil es mich natürlich auch unfassbar runtergezogen hat. Mir ging es danach und geht es deutlich schlechter als davor. Und ich hoffe, dass irgendwann vielleicht bei mir Frieden einkehrt. Jetzt komme ich zu dem Punkt, ich habe euch erzählt, dass ich den Kanal eingestampft habe, nachdem er mir mehrfach gezeigt hat, wie abgefuckt er deswegen ist und mir am Ende Illoyalität und auch Beleidigung vorgeworfen hat. In einem Telefonat, was ich natürlich nicht aufgenommen habe, ne, anders als andere Menschen, und das nicht nachweisen kann. Aber die Chats habe ich. Und er sagt, er gönnt jedem alles, das stimmt nicht. Er wird sogar seinen Kameramännern gönnen, Kanäle aufzumachen, die ermutigen. Da möchte ich euch jetzt einen Chat einblenden, ja? Nicht um jemanden schlecht zu machen, einfach nur um das Hack an dieser Stelle herzustellen, ja? Wir sehen, es ist der 24. Mai 2021. Davor hat er mir von seinen Problemen erzählt, deswegen möchte ich das nicht einblenden. Ich habe ihm geantwortet. Ich verstehe das und das ist sehr schlimm, Alim. Sehr, sehr schlimm. Ich wünsche keinem sowas und würde auch am liebsten die Zeit zurückdrehen und verhindern, dass das alles passiert. Dein Leben ist Gift, das weiß ich, dagegen sagt auch keiner was. Die ganze Politik im Hintergrund ist schlimm und ich will mir gar nicht vorstellen, wie du jeden Tag überstehst. All das hat doch aber nichts mit gestern zu tun. Ich habe doch mein Leben lang nichts anderes getan, als Vollgas und volle Power für unseren Traum zu geben. Ich wusste bis gestern nicht, dass es dein Traum ist und ich mich da raushalten soll. Weil das hat er gesagt. YouTube ist mein Ding und du mischst dich da jetzt ein, so machst du jetzt auch YouTube. Ich wollte Musik machen und ich war stolz, das auch zu deinem Traum gemacht zu haben und dass wir beide das leben und darin wachsen. Du wolltest YouTube machen und ich habe diesen Weg mit dir bestritten. Genau wie ich anfangs kein YouTube machen wollte, wolltest du keine Musik machen. Und wir haben uns brüderlich für uns gegenseitig eingesetzt und haben diesen Weg gemeinsam bestritten. Dein Traum ist also auch mein Traum geworden und andersrum. Aber in den letzten ein, zwei Wochen hast du mir dreimal klargemacht, wie sehr es dich stört, dass ich auch Videos hochlade und das kann ich einfach nicht verstehen. Bevor ich einen Highlight-Kanal gemacht habe, habe ich dich gefragt auf dem Rewe-Parkplatz, als ich den Kanal umbenannt habe in Maestro, habe ich dich gefragt in Belgien, im Streaming-Raum. Bevor ich das erste Video gedreht habe und mir unsicher war, habe ich dich angerufen und gefragt und du hast immer gesagt, ja mach. Dass ich Videos hochlade, ist nicht der Grund, warum etwas nicht läuft. Wir sollten doch alle froh sein, dass unsere Reichweite wächst. Stell dir vor, ich würde sagen, mach keine eigene Musik. Wenn die Leute dich hören wollen, sollen sie unsere Features nicht anhören. Und ich wäre sauer, wenn du Songs veröffentlichst. Das macht doch keinen Sinn.
Und bevor ich mir vorwerfen lasse, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe, lasse ich es einfach sein. Ich habe Spaß dran gefunden, es waren wirklich coole 4 Wochen, aber ich scheiße drauf. Und das Ganze hat nichts damit zu tun, wie viel Stress man privat hat, Arnim. Ich verstehe dich 100% und würde mein Leben dafür geben, damit es dir und der gesamten Familie gut geht. Aber ich kann es nicht. Ich kann nichts daran ändern. Ich bin ganz alleine hier in Bottrop, ziehe gerade um, habe mir einen Weg gesucht, um für mich und meine Familie Geld nach Hause zu bringen. Und dass du mir nach 4 Wochen 3-mal vorgeworfen hast, hat mich extrem enttäuscht. Ich war und bin meiner Meinung nach loyal bis zum geht nicht mehr und würde nie etwas tun, was unserem Team schadet. Halte immer meinen Kopf nach vorne für uns alle, genau wie du. Ich kann nichts dafür, dass es gerade so ist, wie es ist. Ich habe alles gegeben, aber wenn du mir sagst, dass du immer mehr Brüderschaft zeigst und das am Ende als H-Punkt gesehen wirst, was ich überhaupt null verstehen kann, dann frage ich mich, wo war die Brüderschaft, die ich gezeigt habe, jahrelang. Du bist sauer, dass du 800 Euro für ein Uber nach Berlin gezahlt hast. Cut, nur als Kontext. Er meinte, ich musste gerade 800 Euro bezahlen für ein Uber nach Berlin. Also indirekter Vorwurf, du hast mich nicht gefahren. Und dann schreibe ich, und schreibst mir böse Dinge, weil ich nicht gefahren bin. Anstatt anzurufen und zu sagen, Bruder, ich habe gerade 800 Euro für eine einzige Fahrt gezahlt. Du bist 4 Jahre lang fast 500.000 Kilometer gefahren. Ich wollte nur mal sagen, wie sehr ich dein Herz küsse. Das ist hart. Walla, der arme Maestro, der war einfach Taxifahrer, walla. Der kann sich einfach bei einem Taxiunternehmen jetzt bewerben und sagt, ja, ich habe 4 Jahre Erfahrung in Taxifahren. Ich bin 500.000 Kilometer gefahren. Ich war persönlicher Chauffeur. Das ist hart, Bruder, ja. Das sind halt Sachen, daran sieht man, dass Maestro im Recht liegt, Dreddies. Wisst ihr? Daran sieht man das. Warum Mois mir trotzdem irgendwo leid tut, weil ich sehe das, dass er wirklich psychische Probleme hat und dieser Hochmut ist ihm vielleicht zu Kopf gestiegen und aufgrund dessen hat er diese Aktion gegenüber seinen Mitmenschen gebracht, Alter, ja. Aber diese eine Fahrt, wo ich wegen meinem Umzug, ich bin umgezogen, ganz allein habe ich die Möbel geschleppt, wo ich wegen meinem Umzug nicht dabei war, ist ja anscheinend mehr wert als all die Jahre davor und das ist eben, was mein Herz fickt. Ich höre auf mit YouTube-Videos, mache nur noch meine Streams und lade die Highlights immer hoch, das war's. Konzentriere mich auf die Musik. Wenn ich etwas tun kann, für dich oder euch, sag es mir, ich werde es jederzeit tun, das weißt du. Was war die Antwort darauf? Keine. Er hat mir einfach nicht geantwortet. Wow. Kennt ihr so einen Text und dann kriegt man keine... Hätte Ock geschrieben wenigstens. War ihm scheißegal. So viel zu dem Thema, man hätte das vorher besprechen können. Ich habe es dir, das war der 24. Mai 21. Ich habe es dir gesagt, Alim. Ich habe es dir gesagt. Es ist nicht so, dass ich es dir nicht gesagt habe. Es ist nachweislich. Und danach habe ich meinen Kanal eingeschnappt. Deswegen verstehe ich nicht, wie du dich jetzt hier hinstellst und sagst, ich hätte das im Nachhinein alles erstunken und erlogen, dass diese ganzen Geschichten, um dir zu schaden. Was absolut nicht mein Sinn war. Du sagst auch in dem Video, dass ich deine Umzüge belächelt hätte. Das habe ich in gar keinem Fall. Null. Ich habe nichts belächelt. Ich bin enttäuscht, dass du mich nicht mal informiert hast, dass du umziehst. Und ich wollte dir sagen, ich bin mit dir umgezogen. In einem Punkt, auch in so einem emotionalen Video, wo ich dir zeigen will, wie brüderschaftlich ich war, siehst du das als Front, weil du so versteift bist in deiner Vorstellung, dass alle dir was Böses wollen und dass alles deine Feinde sind, dass du sogar das als Angriff nimmst. Dabei habe ich nur gesagt, ey Bro, ich bin so oft für dich umgezogen. Du hast mir nicht mal Bescheid gesagt. Denn wo habe ich deine Umzüge belächelt? Ich weiß, warum du umgezogen bist. Aber ich möchte weitermachen. Ich muss halt ab und zu gucken, was hier steht. Du sagst, deine Katze ist gestorben und du warst traurig. Und du hast in diesem Zimmer gemalt, im Atelier. Ja, du warst traurig. Ich hab dir erzählt, dass deine Katze gestorben ist. Also, deine Katze war zu dem Zeitpunkt in Braunschweig. Und dafür gibt es auch Zeugen, was ich jetzt erzähle, also 1:1. Wer ist 3-4 Stunden in der Nacht mit meiner Frau damals gemeinsam nach Braunschweig gefahren und hat deine Katze beerdigt? Ich bin dahin gefahren in der Nacht, hab deine Katze beerdigt, bin wieder ein paar Stunden nach Hause gefahren. Weil ich hab grad Gänsehaut bekommen, Chat, gell? Ich schwöre bei Gott, ich hab grad Gänsehaut bekommen, Digga. Eine Stunde nach Hause. Insgesamt bin ich 7-8 Stunden unterwegs gewesen. Während du am Malen warst. Also dieser Front ist wieder ein unfassbares Eigentor, Arlen. Bitte hör doch auf. Wenn du doch Videos machst, dann red doch von deinem Herzen. Wenn da irgendwas drin ist, oder lass es sein. Dann versuch mich doch nicht schlecht zu machen, indem du auch wieder diese Story für dich deichselst. So, wie traurig du warst, dass deine Katze verstorben ist. Wo ich dahin gefahren bin, um sie zu beerdigen, weil ich... Also ich will nicht sagen, ich war mehr traurig als du, aber ja, ich war sehr traurig. So sehr, dass ich gesagt habe, so, das ist es mir wert, dahin zu fahren. Und meine Frau sogar noch mitgenommen habe, weil ich sie nicht allein zu Hause lassen wollte. Und sie sogar diese Fahrt habe auf sich nehmen lassen. Aber alles gut. Hart, Alter. Du hast auch erzählt, dass du das Studio mir geschenkt hast, nachdem du nach Belgien gezogen bist. Das, was dann zurückgekommen ist von den gestohlenen Sachen. The fuck? Ich habe dir das alles nach Belgien gebracht. Ja, nee, vielleicht hast du es wirklich vergessen. Es kann wirklich sein, dass du das vergessen hast. Aber ich habe dir das dahin gebracht. Das Einzige, was dann noch in meiner Hand war, Mikrofon. Nach all der Scheiße, war das Mikrofon. Ja. Das war das Einzige. Und das, du sagst so, ich habe es dir geschenkt, aber wir haben die Videos gemeinsam gemacht, um das Geld dafür zu bezahlen. Meiner Meinung nach sowieso zur Hälfte meins. Und du hast im Gegenzug für dieses Mikrofon von mir Equipment bekommen. Für mindestens mehr als den halben Wert von diesem Mikrofon. Es war ein Tausch mehr oder minder. Aber ich habe dir diesen Moment auch gelassen, wo du meintest, ich schenk's dir. Okay, alles gut, nenn es so, alles gut.
Und alles andere habe ich mit meinem Schweiß von dem bisschen Geld, was ich von YouTube verdient habe, gekauft, habe ein Studio errichtet, wo du Leuten hinterher erzählt hast, guck mal, ich habe dir mein Studio geschenkt, das ist mein Studio, was bei dem steht, und der ruft mich nicht mal zum Recorden. Was mich auch damals sehr enttäuscht hat, weil ich mir dachte, wie kannst du sowas sagen, ich habe es mit meinem Schweiß gekauft, ja, mit dem einzigen Geld, was ich verdient habe, mit diesem Kanal, was du mir dann auch hinterher versaut hast. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dass du gesagt hast, dass alles ist passiert, weil du mich auf einer Line genannt hast. Das stimmt aber nicht. Ich habe dir gesagt gehabt, schon lange davor, Monate davor, also im Januar, beleidige mich nicht bei niemandem. Ich habe den Chat gesehen, ich habe den Chat sogar gesehen. Lass mich einfach in Ruhe. So, ich mache das fast sonst im Internet auf, aber ich will es nicht. Ich habe dir 1 Million Chancen gegeben. Richtig. Subble bis zum Geht nicht mehr gehabt. Und du hast trotzdem weitergemacht. Ich bin Zeuge. Das Letzte. Danach hast du ja noch auf TikTok erzählt, ich wäre nicht da für dich, während du im Knast war es und sonst was. Wegen den letzten 4-5 Jahren, wegen den ganzen Unkorrektheiten, ist das fast zum Überlaufen gekommen. Nicht wegen einer Line. Und du sagst, du musstest diese Line bringen, weil du was klarstellen musstest. Was musstest du klarstellen? Dass ich aufgehört habe mit Musik und deswegen dann nachweislich und logischerweise die Streams runtergehen, wäre auch dumm, wenn nicht. So, dass die Streams steigen, wenn ich aufhöre mit Musik zu machen. Also aufhöre Musik zu machen. Aber was musstest du da klarstellen? Und du hast ja auch in dem Song am Ende gesagt, was mit Kellerratten und auch dazwischen Labelhopper und Illoyalität und sonst was. Damit meinst du doch auch dein altes Team. Ja, ne, du hast uns doch im Kollektiv mehrfach beleidigt, was in den ganzen Reactions gar nicht so auf die Goldwaage gelegt worden ist. Aber damit meinst du auch mich und das Team, ja. Ja, ne, du hast uns ja in einem ganzen Park durchweg schlecht gemacht. Bruder, ich sag euch, wenn man so einen Freund hat, gell, du kannst Präsident werden, Digga. Ola, hätte ich so einen Freund, du kannst Präsident werden. Wenn du wirklich willst, du schaffst Präsident zu werden, Bruder. Und jetzt stellst du dich da so dahin, wie ich musste das machen und jetzt macht der so wegen der Line. Was absolut wieder sich in die Opferrolle zu stellen darstellt und ich wieder nicht verstehen kann. Du sagst ja auch in deinem Video, dass was, wenn du Leuten was schuldest und so, sagst du ja, dass du denen das gibst und dann mit allen brichst. Dann, Bruder, jetzt gerne, mach doch wieder gut, gib mir doch. Das wirst du nicht tun, das weiß ich. Und ich wollte gar kein Geld. Auch in diesem Video, es gibt viele Themen, behandeln das Thema auch Geld, aber nicht vor dem Vordergrund, also nicht um den Leuten zu sagen, guck mal, der hat uns nicht bezahlt, sondern zu sagen, ich habe das alles kostenlos gemacht, weil ich dich geliebt habe und du hast mich verkauft. Ich sage nicht, er schuldet mir Geld und er soll es mir jetzt geben. Ich sage, ich habe das von Herzen gemacht und du hast mich verkauft. Und nicht mal das hast du verstanden. Nicht mal das hast du verstanden. Aber ich möchte noch weitergehen. Du sagst, du möchtest nicht leaken, wie ich geredet habe. Aber ich bitte dich, mach es. Wenn ich was falsch gemacht habe, ich bin auch gerne bereit, mich zu entschuldigen für alles. So habe ich in der Vergangenheit immer in meinem Leben so gemacht. Ich weiß nicht, wann ich jemals gegenüber was Falsches gesagt oder getan habe. Wenn es so einen Moment gibt und ich einfach vergessen habe, dann mache ich mich gerne gerade dafür. Mach es. Und ich sage, ich setze mich hin und sage, es sind 5 Jahre, ich habe viele schlechte Tage durchgemacht, das hatte ich vergessen, stimmt, war unkorrekt, dann entschuldige ich mich dafür. Aber ich habe monatelang überlegt, seit Januar, es gibt nichts, ja ne, was willst du über mich erzählen? Es gibt nichts, wo ich dir geschadet habe. Und jetzt packst du, jetzt kommt das Unkorrekteste, jetzt packst du aus und sagst, wie oft der betrunken war im Studio. Eine Sache, die ich offengelegt habe. Hat er darüber schon geredet? Gesagt hatte, ich hatte miese Alkoholprobleme, ja. Und ich bin jetzt wieder reingerutscht und ich höre jetzt auf zu trinken. Erinnerst du dich nicht? Ich habe das öffentlich gemacht. Ich habe meine Dämonen so besiegt, indem ich die anstatt anonyme Alkoholiker, bekannte Alkoholiker draus gemacht habe. Und habe dann aufgehört, Alkohol zu trinken und tauber gemacht. Und ich habe geschworen und tauber gemacht mit meiner Hand auf dem Koran, dass ich Alkohol nicht mehr anfassen werde. Ist schon sehr lange her. Ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe sogar im Dezember aufgehört, Zigaretten zu rauchen. So, ja, ich rauche auch keine Joints oder so. Ja, nee. Das stimmt, bin ich Zeuge, Meister hat aufgehört mit Zigaretten. Warum dieser Punkt jetzt mit dem Alkohol? Ich verstehe es nicht. Habe ich dir Unrecht getan, dass du das jetzt aufdeckst? Aber alles gut, das war vielleicht deine Antwort darauf, weil ich diese Geschichte erzählt habe, was bei dir so abging. Und du dir dachtest, also das hatte meiner Meinung nach ja einen Zusammenhang, aber hätte ich nicht erwähnen müssen. Alles gut, jetzt hast du den Leuten erzählt, dass ich früher ein Alkoholproblem hatte, was ich selber schon, wo ich sogar YouTube-Videos gemacht habe, mehrere zu. So, ist nicht schlimm, alles gut. Aber auch da versuchst du mir auf unkorrekt zu schaden mit einer Sache, die mir gar nicht schaden kann. Ich habe keinen Schaden davon, aber es zeigt einfach deine Absicht. Es zeigt einfach deine Absicht. Du erzählst auch, du hast danach ganz alleine 700.000, 800.000 Abonnenten gemacht, das ist ja auch nicht stimmt. Bisenia, du hast 200.000 Abonnenten gemacht, seitdem du wieder angefangen hast und die alle in ein, zwei Monaten und danach stagniert das Ganze. Wo ich mir denke, krass, wenn man in diesen ein, zwei Monaten dann auf einmal diese Reichweite gemacht hat und danach nicht mehr. Aber muss jeder sich selber seinen Teil dazu denken. Aber alles gut. Ich möchte zu einem sehr wichtigen Punkt am... Das war eine Anspielung für die, die es verstehen, die verstehen es. Ende kommen. Du blendest ein Gespräch zwischen mir und Nico ein. Ich habe keinen einzigen Chat in meinem Video eingeblendet, obwohl ich 1 Million habe. Wirklich gegen sehr wichtige Leute damals, große Leute, nicht wichtig im Sinne von allgemein, für uns so bedeutsame Leute mit Herz und auch viele Personen des öffentlichen Lebens, große Leute, die du so sinnlos, random beleidigt hast und ich habe das nicht eingeblendet und ich habe auch alle anderen Sachen, wo du meinen Hack nachweislich genommen hast, nicht eingeblendet und du blendest ein Telefonat ein und das war das größte Eigentor von dir überhaupt, weswegen ich dieses Video überhaupt mache, sonst hätte ich es einfach wegignoriert, aber ich mache dieses Video, um euch zu sagen, wie fucking unkorrekt, jetzt überlegt ihr mal, er blendet es ein und in der Mitte sagt er, ja, Bruder, nimm mal auf. Attila, sag mal nochmal alles. Das heißt, ab dem Moment weiß ich, okay, er nimmt das jetzt auf und kann es vielleicht wie ein Video verwenden. Genau. Danach bin ich komplett korrekt, benutze keine Schimpfwörter. Aber davor. Aber ich wusste doch davor gar nicht, dass du mich aufnimmst. Genau. Wir waren doch cool.
Du hast mich heimlich aufgenommen, ja. Unser Telefonat. Das ist hart, Digga. Das ist ehrlich hart. Damit hast du dich doch selber komplett geleakt, dass ich für dich niemals ein Freund war. Ich würde meine Freunde privat nicht aufnehmen. Warum? Und jetzt sagst du, dass ich da in dem Video schlecht über Nico, das willst du dir zeigen. Ich hatte mit Nico meine Differenzen, ja, wir haben uns gestritten. Wegen dir. Aber danach, vor einem Jahr ungefähr, habe ich aus dem Nichts Nico angerufen. Und habe gesagt, weißt du was, Bruder, alles, was ich getan habe, tut mir leid. Er hat gesagt, was er getan hat, tut ihm leid. Und wir haben unsere Differenzen geklärt, ohne Video, ohne YouTube, ohne Öffentlichkeit. So, ich habe Frieden mit einem Bruder geschlossen. Und du packst jetzt eine Story aus. Und die Story ist nicht mal schlimm. Ich war mit ihm verstritten damals und habe gesagt, ja, so, ich küsse dein Herz, das, was er erzählt, stimmt nicht und sonst was. Und reg mich über ihn auf. Ich war nett. Ich sag euch auch, warum ich das gesagt habe. Zu dem Zeitpunkt, Nico weiß, ich habe gerade mit ihm telefoniert. Zu dem Zeitpunkt hat Nico in einem Livestream über mich geredet und über Alim und hat gesagt, unsere Freundschaft wäre fake gewesen. Und das wäre alles fake und keiner hat jemals Geld bekommen. Und ich war empört, weil ich war ja der festen Überzeugung, dass unsere Freundschaft echt ist. Was dieses Telefonat beweist, ja, du hast nur bewiesen, dass ich wirklich dich geliebt habe. Wie kann der sich wagen, sowas zu sagen, ich küsse dann, sein Herz ja. Ist doch gelogen. Und dann sag ich, guck mal, subhanallah, ich sage, stimmt, es ist wirklich, sind wirklich nie Gelder geflossen, aber unsere Freundschaft ist doch echt gewesen. Wie kommt er darauf, sowas zu sagen? Er war selber 6 Monate weg und sonst, ich habe meinen Unmut geäußert, was ich ihm ins Gesicht sogar gemacht habe. Sogar schlimmer ins Gesicht. So, ja, wir haben uns gestritten, aber ich habe ihm alles ins Gesicht gesagt. Denn ich rede nicht über seinen Rücken, hinter seinem Rücken und erzähle Mist oder sonst was. Aber du hast mich heimlich aufgenommen und so ein belangloses Thema als Strohhalm genutzt, um mich jetzt schlecht zu machen. Wobei da gar nichts Schlechtes dran ist. Ich habe mich sogar noch gut verhalten, also vorbildlich verhalten. Er hat über mich in einem Stream geredet, ich habe ihn dann angerufen, übrigens. Nicht, dass ihr denkt, auch dass ich dieses Telefonat ohne Konfrontation mit Nico gemacht hätte. Ich habe ihn angerufen, 2-mal ist nicht drangegangen. Aber ich habe die Konfrontation mit Nico gesucht und dann hast du mich angerufen und hast das Thema aufgemacht und mich bewusst auf Gas gebracht, weil du dachtest, ich werde schlecht über ihn reden, um das zu filmen, um das aufzunehmen. Subhanallah. Du hast dich einfach selber exposed. Du hast dich einfach selber exposed und hast den Leuten gezeigt, wie du damals schon gedacht hast. Und du blendest auch noch richtig stolz ein, das war unser letzter Kontakt. Allein die Chats, die ich hier gezeigt habe, waren danach. Wir hatten bis vor kurzem Kontakt. Was? Janne, wie kannst du noch an der Lüge festhalten? Wir hatten doch. Stimmt, die haben auch noch vor kurzem geschrieben, als Mois in die Türkei gefahren ist, hat Maestro ihm sogar gesagt, hat Maestro ihm sogar Props ausgesprochen. Die Nachrichten habe ich ja auch gesehen. Die hat er mir auch gezeigt. Also ich habe den Chatverlauf zwischen Mois und Maestro gelesen vor ein paar Tagen. Doch, regelmäßig Kontakt, wie oft haben wir uns noch gesehen? Allein die ganze Goldman-Zeit war doch danach. Wie, das war unser letztes Mal, dass wir Kontakt hatten. Also, ich weiß nicht. Und in diesem Telefonat übrigens, sagst du zu Nico, so Sachen, die ich... Und das soll dich jetzt gut darstellen, das soll dich jetzt retten, dass du so über ihn redest? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich will noch eine Sache sagen, die habe ich beim letzten Mal nicht angesprochen, weil ich auch einer bestimmten Person nicht schaden wollte. Aber ein Abu, der hat 80% davon gar nicht mitbekommen. Der Arme ist seit 2 Jahren in der Türkei. Immer wenn ich ihn gebraucht habe, war er da. Lasst ihn raus. Der sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Und vieles habe ich ihm auch einfach nicht erzählt. Und er will einfach sein Ding da machen und er zieht sein Ding da durch. Deswegen bitte lasst Abu und Malik. Für Malik gilt das Gleiche. Das habe ich auch gestern gesagt, Jerry. Das habe ich im ersten Reaction-Video vom Maestro gesagt. Bitte, jetzt auch nochmal, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weder ein Abu, weder ein Kibs Haram, weder noch irgendeiner hat damit irgendwas zu tun. Die Jungs wissen davon gar nichts. Das sind erstens die jüngeren Brüder. Ihr wisst, die älteren Brüder machen so viele Sachen, das bekommen die jüngeren Brüder meistens nicht mal mit. So, jetzt kommt sogar noch dazu, dass die nicht mal in Deutschland leben. Die leben irgendwo in der Türkei, Bruder. Was wissen die denn darüber, was Mois für Geschäfte macht, krumme Dinge abzieht, wie er mit Leuten... Die wissen doch gar nichts. Als ob die wissen, was für ein Gespräch zwischen Maestro und Mois stattgefunden hat. Weißt du, das sind kleine Jungs, kleine Brüder in dem Fall. Die machen, also jetzt im Gegensatz zu Mois sind das kleinere Brüder. Die machen ihr Ding da, Bruder, lasst die einfach in Ruhe. Ich küsse eure Herzen. Die wissen alles, die wissen gar nichts, Bruder. Lass die in Ruhe, vertrau mir. Ich sag dir auch vom menschlichen her, ein Abu vom menschlichen her, dem interessieren diese Sachen gar nicht. Glaub es mir, wenn er die Sachen hört, die interessieren ihm gar nicht. Die will er auch gar nicht hören. Im Video Malik nicht erwähnt, es tut mir von Herzen leid, Bruder. Du warst genauso ein Teil. Du bist zwar später dazugekommen, aber du warst jeden Tag da. So, die Liste geht noch sehr lang weiter, wie viele Menschen da noch waren. Auch ein Nadim war ja die ganze Zeit da zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wirklich viele, viele andere. Aber lass bitte Malik und Abu komplett raus aus dieser Sache. Das sind Menschen, die wirklich nach meiner Ansicht ein sehr reines Herz haben. Und ich kann kein schlechtes Wort über diese Jungs verlieren. Kann ich nicht. Von mir, ich werde nichts machen, um bewusst dir zu schaden. Das habe ich in der Vergangenheit nicht und das mache ich auch weiterhin nicht. Ich werde nicht einfach irgendwas nehmen, um dir schaden zu wollen. Ich habe das auch nicht wegen Reichweite oder sonst was gemacht. Ich habe lange genug meinen Mund gehalten, habe
alles eingestampft für dich, immer wieder auf alles geschissen. Und an diesem Zeitpunkt hast du einfach mich sehr, sehr, sehr provoziert und getriggert. Und das hat mich innerlich aufgefressen. Und für meinen Seelenfrieden dachte ich, ist die einzige Möglichkeit, auch mich zu therapieren und damit auseinanderzusetzen, mich das in die Öffentlichkeit zu tragen. Wenn das mein Fehler ist, dann soll Allah subhanahu wa ta'ala mich richten dafür. Und ich mache Tauba und ich hoffe, dass wir alle rechtgeleitet werden. Das war's. Lass uns das Thema einfach hier beenden. Ich habe nämlich gar keine Kraft dafür. Weil es mir wahrscheinlich jetzt gerade, ich bin mir sehr sicher, mehr weh tut als dir. Mir tut es gerade mehr weh als dir, weil ich glaube nicht, dass du diese Empathiefähigkeit hast. Aber Allahu alim. In dem Sinne, passt auf euch auf. Aleykum salam. Okay, wir sind jetzt an den Punkt gekommen, wo ich was zu seinem neuesten Video sage. Erstmal, natürlich ist das ein richtiger Weg, sich ins Internet zu setzen und sich zu entschuldigen. Das würde ich auch jedem raten, wenn du jemandem was getan hast. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn du jemandem was antust, dann vergib dir. Dann machst du nochmal. Wenn sich aber so ein Berg ansammelt und dann nicht nur ein psychischer Schaden entsteht, sondern auch, er behauptet ja in diesem Video, ich wollte seine Karriere zerstören und nach so langer Zeit komme ich erst damit raus, was ja gar nicht der Fall ist. Ich habe mich ja komplett zurückgezogen, habe erfahren, wie der mich überall schlecht macht und Starfullah Huren so nennt, hab wieder nicht geschossen, hab wieder in mich reingeschluckt, hab ihm angeschrieben und gesagt, mach es nicht, lass mich doch in Ruhe. Ich mach das sonst im Internet auch, bitte lass mich. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie oft ich kurz davor gewesen bin und wie Menschen mich davon abgehalten haben. Und danach kommt dieser Diss und danach kommt noch ein Bild, was er postet, wo er mich auch wieder diffamiert in der Beschreibung. Und danach kommt noch ein TikTok-Livestream, wieder behauptet, ich war nicht für ihn da und das war der Grund für den Diss. Und redet mich immer wieder schlecht. Nach all dem, was ich euch in dem Video davor schon erzählt habe, dann kannst du dich nicht hinterher hinstellen und sagen, ja, wie kommst du denn jetzt aus dem Nichts nach all der Zeit und willst meine Karriere zerstören? Das stimmt ja nicht. Ich habe dir hunderte Male gesagt, mach es nicht und so oft die Möglichkeit gegeben, dass das nicht passiert. Aber du hast einfach nicht nur mich nicht in Ruhe gelassen und nicht nur einfach mich mein Leid ertragen lassen, sondern hast ja sogar noch öffentlich gegen mich gefeuert. Ohne Begründung, weil ich dir nie was getan habe. Und dementsprechend ist dieser Punkt, finde ich, ich finde es dreist. Ich finde es schade, dass du jetzt versuchst, dich wieder in die Opferrolle zu stellen und sagst, es ging dir sehr schlecht, das glaube ich dir, aber dass deswegen man quasi nicht sein Recht suchen kann im Internet, nachdem du gegen mich wiederholt gestichelt und geschossen hast. Und das kann ich halt nicht verstehen. Das zu dem einen Punkt. Und zu einem ganz wichtigen anderen Punkt ist, Alim, du hast ja behauptet, dass du das Studio, das habe ich im Video schon erwähnt, mir hinterlassen hast. Mhm. Was nicht stimmt. Du sagst 20.000 Euro Mikrofon, was ja auch nicht stimmt. Dieses Mikrofon wurde für knapp 11, glaube ich, damals geholt und von Geldern, die wir gemeinsam erwirtschaftet haben. Geil, Allah, geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Maestro Deg vorbildlich, Bruder. Wallah, er versucht zu allen Punkten ehrlich zu sein. Das ist schon sehr vorbildlich. Und, seid mal ehrlich, Chat, ich frage euch, denkt ihr nicht, Maestro hätte jetzt das Recht, Mois zu beleidigen? Oder ihn zu sagen, du bist so ein Mensch und du bist so ganz... Also schlimme Worte auch zu benutzen. Ich sag euch ehrlich, und wir haben im Hinterkopf, er wurde als HS beleidigt. Ja? Also theoretisch, und sogar er, guck mal, mit was für einer netten Zunge er noch so ein Statement macht. Wallah, er redet voll lieb noch mit ihm. Weißt du? Und das ist sehr bewundernswert, Bruder. Dass nachdem einer dir so viel Leid angetan hat, dass du immer noch mit so einer netten Zunge redest. Ich küsse sein Herz. Für unseren Traum. Ja, wenn du sagst, du hast mir das ermöglicht. Das zeigt richtig gutes Benehmen, das zeigt richtig stark Stärke. So, das ist ehrlich schon bewundernswert, ja. Zu einem Video, dann wäre das Mikrofon ja sowieso meins. Mein Hack quasi. Aber das ist ja dann deins gewesen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nur dieses Mikrofon gehabt und habe alles andere Equipment dir gebracht. Auch das CL1B, ja. Und alles andere habe ich dir nach Belgien gebracht. Ich bin nach Belgien gefahren, extra. All die Kilometer und hab's dir gebracht, nachdem wir das zurückbekommen haben. Also, gute Nacht, Lemmy. Verstehe ich nicht, wieso du immer noch den Leuten erzählen kannst, dass du mir ein Studio hinterlassen hast. Du hast mir kein Studio hinterlassen. Du hast es auch anderen. Vielleicht glaubst du es selber. Das kann sein. Also auch privat, als ich mit ihm, weil einer schreibt gerade nur vor Kamera. Bruder, als ich mit Maestro war, vorgestern mit ihm. Am 23. war ich mit ihm. Und wir waren nicht nur eine halbe Stunde, wir waren den ganzen Tag zusammen. Den ganzen Tag. Und wir haben mindestens über dieses Mois-Thema 2 Stunden geredet. Das kann Maestro bestätigen. Wir haben immer mal ab und zu mal wieder die Sache hochgeholt, er hat mir sehr viel erzählt. Er hat nicht einmal ein schlechtes Wort gegenüber Mois verloren. Er hat ihn nicht einmal mit einer Beleidigung erwähnt oder in dem Sinne, er hat ihn nicht beleidigt oder sonst was. Er hat einfach nur die Sachen erzählt, wie er jetzt auch hier im Video erzählt hat. Aber das hast du nicht. Ich habe meinen ganzen Kaufbeleg, ich habe alles selber gekauft und die Leute, die mit mir sind, die in dieser Phase auch gesehen haben, wie ich mit meinem Schweiß dieses Studio aufgebaut habe, wissen, dass ich es wirklich aus eigener Kraft geschafft habe, irgendwie hinzudeichseln. Also auch an der Stelle hast du wieder mal meinen Hack genommen und ich weiß nicht, ob du das nicht weißt, dass es die Unwahrheit ist oder ob du wieder bewusst die Unwahrheit erzählt hast.
Und der letzte und der kritischste Punkt ist, dass du immer noch behauptest, dass man deinen Bruder nicht bezahlen sollte. Das stimmt. Wenn du morgen einen Umzug hast und ich helfe dir, dann erwarte ich nicht, dass du mir Geld dafür gibst. Und wenn du mir sagst, kannst du mich auf eine Klausur vorbereiten und ich lerne mit dir, erwarte ich auch nicht, dass du mir Geld gibst. Und wenn das immer wieder passiert, erwarte ich als guter Freund immer noch nicht, dass du mir dafür Geld gibst. Wenn du mich aber überredest, eine Firma zu gründen, 50-50, und sogar InScope und Tim Gabel einmischst und die noch fragst und sonst was und alle Leute, und das kann auch jeder bestätigen, auch ein Fitnessorgan oder so, wenn du das machst und nicht im Vertrauen darauf, ja, und zuzüglich zu meinem Unmut und den ganzen dunklen Sachen, die da meiner Meinung nach im Finanzamt abgelaufen sind, mich entscheide, okay, ich gehe raus und ich mache das mit dir und mich darauf verlasse, dann kannst du doch nicht davon reden, ja, ich wusste nicht, dass ich dich hätte bezahlen sollen. Das ist doch wieder sehr unkorrekt. Du wusstest ja natürlich, dass ich auch mit der Musik mein Geld verdienen will. Und ich habe ja Gas gegeben und habe versucht, das hinzukriegen. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das wird langfristig meinen Lebensunterhalt dahingehend nicht sichern, ist besser, dass ich auch YouTube mache, hast du zu dem Zeitpunkt nachweislich an mir auch gesagt, dass ich das einstampfen soll, weil ich illoyal und sonst was bin. An dieser Stelle, was hast du gedacht, wovon ich lebe? Hast du gedacht, dass ich 4 Jahre lang, 5 Jahre lang mit dir bin und es mir reicht, dass ich ab und zu bei Mc's was ausgegeben bekomme? Hast du gedacht, dass das reicht, um eine Familie zu gründen? Im gleichen Atemzug sagst du ja, dass man einen Bruder bezahlen muss. Einen Bruder nennt man aber nicht Hurensohn. Und einen Bruder lässt man auch nicht sitzen. Und einen Bruder verkauft man auch nicht, wenn man gerade ein Beef hat und der Bruder dir beigestanden hat. Und lässt den dann links liegen und macht dann Reh im Hintergrund und lässt den dann zurück. Und wenn ein Bruder heiratet, geht man da auch hin. Und wenn ein Bruder dann dich aus dem Knast holt und dich unterstützt, sagt man auch nicht, dass dieser Typ sich niemals mal bei dir gemeldet hat und dich voll im Stich gelassen hat. Und ein Bruder disst man dann auch nicht aus sinnlosen Gründen. 3 Tage, nachdem er Vater geworden ist, im Ramadan. Weißt, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, Vater zu werden. Du hast mir nicht geschrieben, du hast mich nicht privat gratuliert, du hast mich einfach gedisst. Also egal, wie belanglos du diese Line siehst, es geht um den Disrespect. Das ist kein Bruder für mich. Dementsprechend ist beides falsch. Also alles in allem haben wir diese Sache gemeinsam gemacht. YouTube, du. Und ich Musik, und wir haben gesagt, wir schmeißen alles in einen Pott. Ja, das, ich habe das jetzt nicht so in der Länge erzählt, aber wir haben ja lange darüber geredet, dass wir alles, was wir verdienen, in diesen Pott schmeißen und uns den teilen. Und wir haben darüber fabuliert, dass irgendwann auch die Musikeinnahmen höher sind, hoffentlich, als die von YouTube, und dass das dann überwiegt und so und hin und her. Und ja, wir haben sehr viele Pläne gemacht. Und dass du hinterher sagst, nachdem ich dann aus der Firma raus bin, du wolltest mich fürs Karten bezahlen, was ich abgelehnt habe und das kostenlos gemacht habe, dass du hinterher sagst, ja, du hättest mir auch gar nichts geschuldet, das ist Disrespect, weil ich wollte mit dem Video nicht sagen, du schuldest mir jetzt so viel. Aber wenn ich das gemacht hätte, also oder wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, was hast du verdient? 3, 4, 5 Millionen Euro? Okay, in den letzten Jahren. Sagen wir 5 Millionen, ja? Was safe hinkommt mit den ganzen Links-Rechts-Sachen. Was ist mein Anteil? Keine 50, alles klar. 30, 20, 10, 10% wären 500.000 Euro. 5% wären 250.000. 1% wären 50.000 Euro. Nicht mal 1%? So, das hätte ich gemacht und hätte gesagt, gib mir dieses Geld. Aber habe ich ja nicht gemacht. Ich habe das nur als Argument genutzt, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich geliebt habe. Wie sehr ich bereit war, auf alles zu scheißen. Und bitte, bitte, benutzt doch nicht als Argument, dass ich Vorschuss kassiert habe von der Musik. Jane, das wäre genauso, wie wenn ich sage, du bist arbeiten gegangen, hast dafür Lohn bekommen. Das reicht dir doch. Dass ich von der Musik Vorschuss bekommen habe, habe ich mit meiner eigenen Musik wieder einzuspielen. Du hast damit nichts zu tun. Jetzt kommst du mit der Reichweite, die haben wir gemeinsam aufgebaut. Und mit YouTube, da haben wir doch, Jane, du hast ja nicht meine Songs geschrieben oder meine Songs produziert. Aber ich habe deine Videos produziert und ich habe deine Videoideen gebracht und sonst was. Und ich habe mich an deinen Einnahmen ja beteiligt und habe die unfassbar gesteigert. Das heißt, du kannst es sowieso nicht mit das eine mit dem anderen vergleichen. Also finde ich es schon sehr unfair, wie du an die Sache rangegangen bist in der Hinsicht. Aber ich möchte das Thema dahingehend schließen, dass ich sage, ich finde es einen guten Ansatz, dass du sagst, ich entschuldige mich. Schade, dass es erst gekommen ist, nachdem der Shitstorm kam. Und nachdem ich dir das privat gesagt habe, hast du es nicht gemacht. Hast du geschossen, dann kam das Video. Dann hast du immer noch geschossen, hast noch ein Video gemacht, wo du mich wieder schlecht darstellst, und jetzt hast du dich entschuldigt. Ich finde es schade, dass es so spät kam, aber besser spät als nie, oder? Ich hätte mir gewünscht, dass du es mir privat schreibst. Und ich hätte mir gewünscht, dass du mir sagst, weißt du was, ich möchte dir auch zeigen, dass ich es ernst meine. Und ich gebe dir zwar nicht deinen Hack, aber ich kompensiere wenigstens den Schaden, der dir entstanden ist, auch finanziell. So, und sowas ist halt nicht gekommen, und dementsprechend kann ich diese Entschuldigung nicht annehmen für mich. Ich kann nur sagen, ich wollte davor schon auch ohne Entschuldigung dir nicht schaden, und ich will dir auch heute nicht schaden, und ich habe auch niemals vorgehabt, irgendeine Karriere zu zerstören, und ich werde dir auch in Zukunft nicht schaden wollen. Und ich habe gesagt, auf alles, was gesagt wird, bekommt einfach ein Echo. Und wenn du für dich jetzt abschließen kannst und vor deiner Community dastehen kannst und sagen kannst, ja, damit habe ich eigentlich meinen Soll erfüllt und dein Content weiter durchziehen möchtest, dann kannst du das machen, nach wie vor. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe, und ich glaube, jeder weiß jetzt, was Sache ist, und damit kann ich dieses Video an dieser Stelle auch beenden. Ich glaube, es ist nicht notwendig, mehr dazu zu sagen. Ich danke euch allen, dass ihr überhaupt euch das reingezogen habt und dass ihr euch dieses ganze Thema gegeben habt. Für jeden, der unterstützt hat, nur Liebe, passt auf euch auf und Peace. Walla, 100 Millionen % Respekt am Maestro, Digga. 100 Millionen % Respekt am Maestro, Adredis. Ich küsse eure Herzen.